Sie haben sich mit den Kraftfeldern beschäftigt, das heißt ein Konzept in der Physik, bei dem man eben nicht von einer Fernwechselwirkung spricht und sagt, die Masse wirkt direkt auf die Masse und umgekehrt, und was dazwischen ist, interessiert uns nicht, das ist einfach der leere Raum, sondern man hat eine felderzeugende Masse, die erzeugt ein Feld um sich herum. Dann braucht man dieses Objekt, naja, eigentlich wäre es auch wieder falsch gesagt, aber im ersten Moment kann man sich das Objekt mal wegdenken und kann eine Wechselwirkung des anderen Objektes, des anderen Körpers mit diesem Feld als Nahwirkung betrachten. Das heißt, dass die Kraft auf diese Masse dann in dem Feld entsteht, indem ich Masse mal der Feldstärke dort betrachte. Das hat den Vorteil, dass man die Eigenschaften des Körpers von den Eigenschaften dieses Feldes trennen kann. Wir haben das M, was dem Körper zuzurechnen ist, und wir haben die Feldstärke, die Sie schon G genannt hatten bei dem Gravitationsfeld, also klein g. Da hatten Sie auch gelernt, dass klein g diese 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, die wir hier im Hörsaal oder an der Erdoberfläche messen, das ist eine Gravitationsfeldstärke als physikalischer Begriff. Feldstärken kennen Sie sonst eher als elektrische Feldstärke oder magnetische Feldstärke aus der Elektrodynamik. Da haben wir dann die Feldstärke multipliziert mit dem Q, mit der Ladung. Da haben wir auch die Ladung, können wir dem Körper zuordnen, und die Feldstärke können wir dem Raum zuordnen. Nicht? Also diese zwei Unterschiede, eine Masse bewegt sich durch den Raum oder eine Ladung bewegt sich durch den Raum und erfährt dann durch das Feld an einem bestimmten Ort diese Kraft. Dieses Konzept wollen wir jetzt hier anwenden. Das Besondere hier noch bei der Gravitationsfeldstärke ist, dass wir das Äquivalenzprinzip haben, dass also das M, was wir mit der Feldstärke multiplizieren, das ist das M, was die schwere Masse ist. Das ist die Masse, auf die die Gravitation als Kraft wirkt, das ist die schwere Masse. Ich schreibe das mal daneben. Wir können das F schreiben. F ist gleich M mal G, hatten wir das ja genannt. Jetzt, das gilt überall, wenn ich eben dann hier die Kraft als Funktion des Ortes betrachte und das G auch als Funktion des Ortes betrachte. Sie dürfen dann nur nicht, wenn Sie es allgemein einsetzen wollen, immer einfach diese 9,81 da einsetzen, sondern das kann dann im Weltall irgendeinen beliebigen Wert annehmen, wie eben gerade die Gravitationsfeldstärke dort ist. Und dann haben wir eben Newtons Axiom, F ist gleich M mal A. Und wenn man diese zwei Sachen miteinander verbindet, dann steht da im Grunde M mal A Vektor ist gleich M mal G Vektor. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier eine besonders starke Symmetrie, weil die Masse auf beiden Seiten auftaucht. Das wäre bei Bewegungen von Massen in elektrischen Feldern nicht der Fall. Da würde nämlich an dieser Stelle die Ladung Q mal der elektrischen Feldstärke E stehen. Aber hier, das ist durch das Newtonsche Axiom für jeden Körper, egal in welchem Art von Feld er sich bewegt, immer M mal A. Das wäre also die träge Masse M hier und das wäre die schwere Masse, die eben die Gravitation erfährt. Und in dem Fall der Gravitation kürzt sich das heraus und dadurch ist sozusagen diese Beschleunigung nicht mehr so gut zu unterscheiden von dieser Gravitationsfeldstärke. Die hat dieselbe Einheit und man muss immer aufpassen sozusagen, wann spricht man über die Feldstärke und wann spricht man über die Beschleunigung. Und wir werden jetzt gleich bei diesen Berechnungen dann auch dieses M herauskürzen und sehen, dass diese Beschleunigung dann einfach gleich G ist. Und das ist eigentlich ein Ausdruck dafür, dass etwas frei fällt. Also unser berühmtes Kreide-Experiment hier. Und das bedeutet, wenn hier fällt die Kreide genau mit der Beschleunigung, die durch diese Gravitationsfeldstärke vorgegeben ist. Das heißt, dadurch entsteht auch diese Schwerelosigkeit.
habe heute jetzt meinen Schlüssel da drüben liegen lassen, sonst mache ich das immer mit dem Schlüssel, aber man kann so einen Schlüsselbund kann man frei fallen lassen und dann sieht man, dass man da diese Schwerelosigkeit der Schlüssel an diesem Schlüsselring hat. Das können Sie auch mal für sich ausprobieren. Das heißt, im freien Fall hat man so eine Schwerelosigkeit und Einstein verwendet das ja sogar dafür, dass er sagt, frei fallende Bezugssysteme sind Inertialsysteme. Das kommt alles daher, dass dieses Äquivalenzprinzip gilt. Wenn ich also Bewegung von Massen betrachte, die zum Beispiel in unserem Sonnensystem die Planetenbewegung, das wollen wir gleich als Beispiel nehmen, dann fallen diese Körper immer frei im Raum. Die fallen im Gravitationsfeld und haben sozusagen eine Schwerelosigkeit um sich herum. Sie spüren, wenn sie hier auf der Erde stehen, nicht die Gravitation der Sonne, weil wir sozusagen als gesamte Erde frei fallend im Gravitationsfeld der Sonne sind. Und der Mond ist frei fallend im Gravitationsfeld von Erde und Sonne. Also Sie spüren, wenn Sie auf dem Mond stehen, nicht die Gravitation von der Erde und der Sonne, sondern nur die vom Mond. Es gibt eine kleine Abweichung davon, weil das ausgedehnte Körper sind und das sind die Gezeitenkräfte. Da merken Sie, so ein klein bisschen beobachtet man ja dann doch eben die Kräfte hier auf der Erde von Mond und Sonne, weil sozusagen der Erdmittelpunkt, der fällt frei in dem Gravitationsfeld und wenn der muss natürlich den Rest der Erde mitnehmen, es kann ja nicht die untere Hälfte kreist langsamer als die obere Hälfte der Erde, dann wird es die Erde ja auseinanderziehen. Die müssen gemeinsam kreisen und dann kreist der eine Teil der Erde ein bisschen zu schnell und der andere ein bisschen zu langsam. Und dadurch gibt es dann diese Korrekturen, weil das eben ausgedehnte Körper sind. Aber solange wir uns mit Punktmassen beschäftigen, ist es immer einfach ein freier Fall dieser Punktmasse in einem Gravitationsfeld.